Ein anonymer Soldat sagte, dies sei Teil einer neuen Strategie. Weiter hiermit. In Freeside kommt es zu Spannungen zwischen der herrschenden als Kings bekannten Bande und zahlreichen RNK-Landbesetzern, die dort Zuflucht suchten. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur der King nennt, zeigte sich gereizt und schimpfte RNK-Bürger Devil in Disguise. Er fügte hinzu, er wolle niemanden aus der RNK in the Ghetto sehen und empfahl in großem Stil, so wörtlich, Return to Sender. Das heißt doch immer, keine Nachrichten seien gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre aber auch noch nicht zu sagen. Müde, wenn das so wäre. Weil ich werde speichern. Manchmal ist der Weg schöner als das Ziel. Speichern. Besonders wenn die Spuren speichern. Danke. Jingle, Patrouillenmodus einfach, aber das wurde aktiviert. Wunderbar. Hey, komm. Rennen kann ich ja nicht mehr. Stimmt, da war ja was. Hey du. So, jetzt müssen wir die Plasmagranaten auswählen. Waffen. Plasmagranaten. Kleidung. Was haben wir da noch? SW1. Jetzt soll ich die hier ausrüsten. Ja, drücken wir einfach alles. Heute jetzt sehen wir auch den RNK aus. Und noch ein Vorteil, wir schmeißen jetzt gleich einfach eine Plasmagranate und dann dürfte ich das Thema da erledigen. Ja, danke. Das ist cool. Wir haben Schaden gekommen. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir müssen hier schon schmeißen, ne? So, jetzt müssen wir eine ordentliche Waffe finden. Die ist kacke, die ist gut. 24, ja, komm schon. Wir nehmen ordentlich das Handfeld. 19, 11, 14, 17, 11, 19. Ach, 19 ist gut eigentlich. Was soll das hier sein? Einfach keinen Schaden mache. Haben wir noch Granaten? Bitte, wunderbar. Ja. Vollkommen cool, ist vollkommen cool. Bloß kaputt. Geht bloß kaputt. Geht einfach kaputt. Raketen, ja natürlich. Die hätten Raketen gehabt. Wunderbar. Schon klar. Ja, du oder ich, Junge, du oder ich. Raketen, Elektroakku, ja, wunderbar. Falls Sie sich fragen, ob sie hier richtig sind, haben wir ja, Spaltungsbatterien waren noch ja, wunderbar. Und nun das neue. Wir sind jetzt nur die Strahlenkrankheit schlecht hin zugezogen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Freiraum. Er kommt wieder. Oh Mann, zur Sicherheit.
erstmal Leben dazu kriegen. Irgendwie. Wow, 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 wow. Nicht fair, nicht fair, nicht fair. Oh, das war die Rakete. Du Arschloch. So, erstmal wieder fressen. Fressen ohne Ende. Ich bin so auf Medikamenten gerade, ey, das geht gar, also so auf Radioaktivität, das geht gar nicht. Ich muss ihn abwechseln. Ja, fab. Noch mehr davon bitte. Ah, hab ich alles hochgejagt, ne? Hab ich alles hochgejagt, ne? Ha? Bang. Raus hier. Unbedingt raus hier. Was erwartet mich jetzt hier draußen noch? Hey, 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 hey! Hey, 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 hey. Macht Spaß? Bam! Ja, ist okay, ich bin tot. Ich bin doch schon tot, ich bin einfach schon tot. Gott. Ich sollte mich vielleicht vorher umziehen. Seltener Unruhestifter. Theoretisch müssten die mich jetzt mögen. Ja, genau. Deine Zunge tut mich gut. Die Erde hat gebebt, als das Böse unter dem Tor zerstört wurde. Arsch. Sie haben Caesars Willen ausgeführt, aber ich muss ihre Ausrüstung wieder beschlagnahmen. Ja, sehr nett. Ja, hier Sie dürfen hier. Gehen. Dankeschön. Ich brauche einen Arzt, Manu. Ja. Habt ihr Ärzte? Hey, hey, Ärzte, hey, Ärzte. Ich brauche weiterhin erstmal Hilfsmittel. Gekofleisch. Leben, Leben. Ein paar Sklaven haben schon wieder Gerüchte über den Verbrannten verbreitet. Degenerierte wie Sie gehören an ein Kreuz. Arsch. An den Arsch. Ab. Wenn irgendwas drin was brauchen kann. Bitte ran, hä? Meins. Ich habe verloren. Uhu. Dienstgewehr. Meins. Meins. I don't care. Karma ist egal. Von dem brauche ich jetzt was zum Heilen. Vor allem für Radioaktivität wegmachen, ey. Habe ich da nicht irgendwas Heilpulver? Ja, nehmen wir die auch noch zu uns. Sonst muss ich gleich irgendwie ein Autsch. Mein Arzt ist, das macht mich voll kirre jetzt gerade. Ey. Dieses Btsch. Btsch. Das ist ja voll bekloppt von, ey. Btsch. Ja, Heilpulver hat nachgedacht, juckt mich jetzt nicht. Anthony. Es kommen nur selten Fremde ins Fort. Wenn sie sich benehmen, kommen sie vielleicht auch wieder lebend raus. Ich bin Anthony, der Herr der Hunde. Schöne Hand. Lupa? Ja, sie ist die Mutter unserer besten Hunde. Langsam wird sie alt, aber sie ist immer noch ein harter Brocken. Stimmt's, mein Mädchen? Bitte. Bis später. Habe ich eigentlich schon über den Kerl sein Schicksal entschieden? Habe ich das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, lass mich rein, geh weg. Hallo? Hallo? Hab ich jetzt hier? Hallo? Na egal. Hörchen? Ne, der lebt noch. Gut. Ach, ja. Hey. Vor kurzem habe ich eine Erschütterung des Bodens gespürt. Ich nehme an, das bedeutet, dass Sie Ihren Auftrag erledigt haben. Ja, aber sicher. Für das Befolgen meiner Befehle gibt es Belohnungen. Heute ist Rache Ihre Belohnung. Sie dürfen entscheiden, wie Benny stirbt. Das ist nett. Teilen Sie Benny Ihre Entscheidung mit. Meine Prätorianer kümmern sich um die Hinrichtung.
Außer sie wollen sie selbst durchführen. Danke, Sie. Betrachten Sie das als die erste zahlreicher Schenkungen. Schenkungen, hm. Hey, Benny. Hey, Benny. Also, Baby, was hast du da unten gefunden? Ja. Was? Wie konntest du das tun? Du Loser! Du hattest Vegas in der Hand und hast es einfach weggeworfen? Ah, ich verstehe. Und wie soll es passieren? Du wirst gekreuzigt. Tu das nicht, Baby. Nicht die Kreuzigung. Ich könnte tagelang vor den Widerlingen hängen, während sie mich auslachen und auf mich zeigen. Oh, really? Du krankes, rachsüchtiges Arschloch! Dankeschön. Hab ich gern gemacht. Finde ich doch immer wieder. Wo hängt der ist? Hey, wo hängt der? Ich will den sehen. Sie fanden sicher Gefallen an Bennys Ableben. Die Zerstörung eines Feindes. Es gibt nicht viel, was befriedigender ist. Dann machen wir mal weiter. Wie schon erwähnt, möchte ich, dass Mr. House aus dem Spiel genommen wird. Auch Sie profitieren von seinem Tod. Wenn er herausfindet, dass Sie seine Apparate unter dem Fort zerstört haben, wird er sich rächen. Oh. Sie wissen, wo Sie ihn finden. Wie er stirbt, überlasse ich ihn. Ja, mach mal. Gut. Ich weiß nicht, wie die Sicherheitsvorkehrungen im Lucky 38 aussehen. Aber wenn Sie ihn unvorbereitet erwischen können, sollten Sie das tun. Ich tue mein Bestes. Sehr. Ich brauche trotzdem erstmal irgendwas, um mich zu heilen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einen Doktor aussuchen. Die neuen Sklavinnen sehen ziemlich gut aus. Verarschst du mich? So, aber zunächst werde ich hier wieder beenden und das Spiel speichern. Obwohl, ist das da hinten aus? Oder eine Bar? Eine Bar ist das ja. Kann ich mich bestimmt heilen oder so. Hey. Siri. Wenn Sie verletzt sind, dann habe ich vielleicht etwas Heilpulver für Sie. Sind Sie Ärztin? Meine Ausbildung habe ich nie abgeschlossen. Dafür hat die Legion gesorgt, als sie meine Heimatstadt überrannt hat. Ja. Ich kenne mich mit erster Hilfe aus. Aber zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen verwende ich Stammesmittelchen. Hülferchen und so. Xanderwurzel ist immer knapp. Brockblumen gibt es aber reichlich. Was hast du verkaufen? Ich bin eine Sklavin, ein Händler. Ich kann Ihnen jeden... Ja, schön. Das kann ich nur machen, wenn Sie ein Freund der Legion sind. Ich will ja nicht gekreuzigt werden. Was wollen Sie denn wissen? Nicht mehr. In Ordnung. Auf Wiedersehen. Okay. Ich brauche irgendeinen Händler. Ein Spinner will über dem Rapcon-Testgelände unidentifizierte Flieger gesehen haben. Dies teilte er einem Teddy in der Nähe eines Mikros mit. Ich brauche einen Händler. Sind Ghoule, wenn ich es Ihnen doch sage. Religiöse Ghoule in Raketen auf der Suche nach einem eigenen Land. Lachen Sie nicht über mich. Ich weiß einen Zauber, der Ihre wahre Form offenbart. Hat eine Höhlenratte mir beigebracht. Die Nachrichten brachten heute das Casino Vicky und Vance. Vicky und Vance. Komm und sei unser Komplize. Cool. New Vegas weiß, dass Zahlen Qualen bringen. Und Guy Mitchell weiß ein Lied zu singen über die Zahl seiner Liebesgemahl. Oh, der ging's Rekruten aus. Und die ist bestimmt gut. Eine Schussflinte, die brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, davon habe ich noch eine. Das können wir gebrauchen. Kaliber 26. Immer gebrauchen. Du, Aschenbecher. Okay. Aschenbecher. Dann haben wir erstmal die ganzen Viecher hier, ey. Oh, Wasser. Heilpulver. Achso, die habe ich schon. Achso, die kann man ja. Ja, die kann ich ja vielleicht zusammensetzen. Und reparieren. Kaliber 20. Heilpulver. Also Heilpulver ist immer gut. Heilpulver. Boah, und eine Heilpulver. Patronen. Na, Korken. Naja, Korken ist ja die Währung hier. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Rüstung nicht zusammensetzen können. Mit der hier, genau.
SW6, die hat SW1. Ja, und ein Veteranenhelm. Ich habe einen Sheriff Hut an, der gar keine Rüstung hat. So, das dürfte perfekt sein. Ja, jetzt sehen wir aus wie solche hier. Wie die Freaks. So, jetzt haben wir die erstmal geplündert. Jetzt würde ich sagen, was das für ein Moment. Ich werde hier speichern, werde beenden und werde das dann hochladen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Du schleifst eine Machete. Wunderbar. Du bist nichts und hier werde ich speichern. So. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich weiterspiele. Und bis dahin, bye bye.